Hey liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Kanal. Und ja, gestern hatte ich ja live gestreamt und kurz nachdem ich fertig war mit dem Livestream, vielleicht eine halbe Stunde oder ein, zwei Stunden danach, kam da nochmal so eine Art Hotfix hier raus. Also hier wurde was geändert in Fortnite. Und zwar zum einen hatte ich gelesen, die Lichtschwerter sind draußen. Und zum anderen, das kann man auch schon unschwer hier erkennen, der Schnee ist an manche Stellen der Karte weg. Ich weiß nicht, ob noch mehr Sachen geändert worden sind und so. Das weiß ich nicht. Naja, wahrscheinlich auf jeden Fall auch noch die. Wie heißen sie diese? Ich nenne sie jetzt einfach mal Imperium-Truppen. Also, ich denke mal, ihr wisst schon, welche ich meine. Die es auch noch gab, die mit diesen Laserblaster von Star Wars. Die sind, schätze ich, halt auch weg, weil die Lichtschwerter auch weg sind. Ansonsten so, denke ich mal, war das alles. Und falls ich was übersehen habe, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, lasst mich gerne da einfach wissen. Und ja, die Lichtschwerter sind jetzt auf jeden Fall weg. Finde ich gut. Mich persönlich haben die ja genervt. Einige von euch auch. Das hatte ich immer wieder mal so mitbekommen im Livestream-Chat oder auch in Kommentaren. Und ja, also ich bin persönlich auf jeden Fall froh darüber, dass die Lichtschwerter jetzt weg sind. Jetzt kann man wieder ein bisschen angenehmer Fortnite spielen, sage ich mal jetzt einfach so dazu. Weil ich hatte ja oftmals das Problem, dass ich zu Schluss einer Runde oder so gestorben bin, nur weil der Gegner einen Lichtschwert hatte. Ich fand die Dinger einfach nicht gut. Ich weiß nicht, ich finde, die haben nicht so gut reingepasst in Fortnite. Ist meine persönliche Meinung. Oder vielleicht hätten sie schwächer sein müssen oder so. Aber irgendwie, meiner Meinung nach, hat das sowieso nicht reingepasst, so mit einer Nahkampfwaffe. Es gab zwar schon mal sowas in so eine Richtung, aber ich weiß nicht, sowas mag ich nicht. In Fortnite, meiner Meinung nach, passt das nicht so ganz. Ist meine persönliche Einschätzung so dazu. Wir machen jetzt mal dort vor kurz zu der Tankstelle, würde ich sagen. Looten dort nochmal ein bisschen. Am besten halt eine Schrotflinte wäre gerade, wenn wir irgendwie eine finden jetzt würden. Und ja, aber ich bin auf jeden Fall glücklich, sagen wir es mal so, mit dem Update jetzt hier. Auch wenn es kein richtiges Update ist, weil man musste ja nicht runterladen oder sonst so. Aber ich nenne es jetzt einfach mal Update, weil es wurde ja was geändert. Ihr wisst schon, wie ich das meine, schätze ich mal. So, erstmal hier die Minis noch rein söffeln. Sehr gut. Und jetzt weiter vor. Ja, aber eine Schrotflinte wäre gerade echt wichtig. Ich habe nämlich das ungute Gefühl, dass dort vorne vielleicht ein Gegner ist. Und dann finde ich das nicht gerade so prickelnd. Wenn wir dann wegen sowas draufgehen würden. Aber nun gut, man muss auch manchmal ein paar Risiken hier eingehen. So. Zack. Das nehmen wir mal noch mit. So, runter hier. Wieder noch ein Sturmgewehr. Ja, gerade mag mich Fortnite nicht so ganz. Ich merke das gerade schon. Und falls sich auch einige von euch fragen, weil ich wieder live streame oder so, habe ich darauf auch schon eine Art kleine Antwort. Und zwar, live streamen werde ich wieder Fortnite, wohl betont noch, wieder am Donnerstag. Also, wer darauf wartet, am Donnerstag gibt es da wieder einen Livestream. Schaltet da gerne ein. Und heute an dem Tag, wo das Video rauskommt, wird es aber vielleicht doch noch was anderes geben für alle, die Livestreams mögen auf meinem Kanal, aber nicht von Fortnite Battle Royale unbedingt, sondern eventuell von einem komplett anderen Game. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher mit, deswegen keine richtige Ankündigung von mir. An der Stelle einfach mal. Ja, wir könnten jetzt auf jeden Fall auch nochmal kurz dort vormachen. So.
Aber jetzt. Jetzt schaffen wir es, Fortnite. Jetzt kommt die heilige Schrotflinte. Nicht wahr? Ich fühle es. Ich fühle es schon in meinem kleinen Finger. Der zittert nämlich schon vor Freude. Und hier war, glaube ich, jemand. Ja, oder? Ja, das war immer zu. Ja. Hier war schon jemand. Aber da hat definitiv Zeug ausgelassen. Der hier war. Also der hat nicht alles eingetütet. Puh, das war knapp. Ich dachte gerade kurz für eine kleine Sekunde, dass wir jetzt hier Fallschaden kassieren. Das wäre jetzt nicht so cool gewesen. Der hätte ich geweint. Ja, die Zone kommt jetzt auch. Wir müssen definitiv gleich ein bisschen sicherer wieder rein. Ich will nämlich eigentlich jetzt noch ganz fix die Container looten und dort vorgehen, wo das Boot ist. Klar, hier bei den Containern sind wir sicher vor der Zone, aber dort vorne nicht. Deswegen, wir looten jetzt ganz fix mal hier und schauen dann gleich mal noch, dass wir dort vorne schauen vielleicht. Es sei denn, hier gibt es jetzt das entsprechende, was ich gerade so suche. Ja, schildtechnisch sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal voll. Das gefällt mir. Hier gibt es dieses Teil. Damit feuern wir uns mal ganz kurz ein paar Bandagen hin noch. Zack, zack. Sehr schön. Sniper her und Bandagen her. Gut. Nee, ich glaube, davor gehen wir doch nicht nochmal. Glaube ich jetzt nicht. So. Zack. Einmal nochmal hier vor. Wir schaffen es doch noch. Ich dachte eigentlich, die Zone wäre jetzt schon so langsam da, aber nee, es dauert gerade noch ein klein wenig. Bis dahin haben wir das hier noch ganz fix erledigt. Und jetzt können wir mal noch ganz kurz hoch zu meiner Burg. Die mag ich ja sowieso sehr. Ich weiß nicht, muss ich einfach wieder mal so erwähnen. Ich weiß, ich habe das in letzter Zeit öfter mal gesagt, aber die Burg ist somit einer meiner Lieblingsorte. Ich finde die einfach schön. Auch wenn ich sagen muss, ist nicht so ein richtiger Lieblingsort wie damals manch andere Orte. Es gab da auf jeden Fall schon Orte, die ich noch viel mehr gemocht hatte. Das muss ich aber so ganz klar dazu sagen. Wir schauen gleich mal auf die Karte, wo wir hin müssen, wegen der Zone und so. Wir sollen ja natürlich dann nicht Zonenschaden oder so kassieren. Wir sind ja auch schließlich kein Kassierer. Hehe. Ja, diesen Satz konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, der musste gerade einfach mal sein. Ja, ihr wisst, dass das Spaß war. Gut. So. Nun gut. Nun gut. Weiter geht's. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch eine Pumpgun. Zwar in Grau, aber immerhin eine. Ich war mir jetzt auch gerade gar nicht so sicher. Soll ich Sniper wegtun oder MP? Aber irgendwie habe ich halt gerade Lust auf die Sniper. Auch wenn ich dazu sagen muss, diese Runde hier gerade, die ihr seht, das ist meine erste Runde. Also ich habe nicht davor nochmal mich eingespielt oder so. Und einige wissen ja, ich bin nicht immer unbedingt in der ersten Runde, die ich spiele, nicht immer der präziseste sofort. So, dort vorne haben wir noch eine Kiste. Zone, ja, müssen wir jetzt uns auf jeden Fall beeilen. Aber ich glaube, wenn wir durchs Wasser machen sollten, sollte das eigentlich funktionieren. Jawohl, jetzt haben wir auch eine grüne Pump. Ja. So lange hier gewartet auf Schrotflinten. Jetzt habe ich direkt zwei in kurzer Zeit bekommen. Och nein, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Was bist denn du für ein Lulatsch? Irgendwie macht das Spaß, mit der Schrotflinte auf ihn drauf zu feuern. Ach so ein Bullshit. Bleib stehen. So.
Ich weiß nicht, irgendwie hat das gerade Spaß gemacht, mit der Schrotflinte einfach auf ihn drauf zu feuern. Klar, Sturmgewehr wäre von Anfang an effektiver gewesen, aber irgendwie fand ich es gerade lustig. So, jetzt müssen wir uns aber auch beeilen wegen der Zone. Schnell ins Wasser jetzt gleich, hier nach der Kiste. Ja, was gerade auch mal noch schön wäre, wir finden gerade irgendwie echt viele Sturmgewehre, aber leider halt kein besseres. Ein besseres Sturmgewehr wäre gerade echt mal noch schöner. Muss ich ganz klar auch mal noch so sagen. So, wir sind im Wasser. Das ist ja sowieso meine Heimat. Ich bin ja sowieso so eine kleine Seerobbe, wie einige wissen. Ich bin die heilige Seerobbe namens Robby. Eigentlich nicht. Mich nennt man Robbio. Nicht Robby, sondern Robbio. So, okay. Ja, Endzone gefällt mir gerade so gar nicht. Ich ahne irgendwie, dass es eventuell in Pleasant Park enden wird, obwohl das auch ganz cool sein kann. Weil eine Endzone in der Stadt finde ich auch immer mal ganz cool. Damals, mein allerersten Sieg, den ich damals ja jemals hatte in Fortnite, der war ja damals in der einen Stadt, dessen Name ich nicht mehr kenne. Das war diese eine Stadt bei Season 1, die gab es auch sehr lange hin. Die mit diesem Burgerladen und so weiter. Und mit so einem Einkaufsladen, so einer Art Supermarkt und so. Ich hoffe, ihr wisst gerade, welche Karte ich meine. Ansonsten hört sich die Beschreibung von mir echt ein bisschen dämlich an. Aber jedenfalls, dort hatte ich damals meinen allerersten Win. Das war auf einem Haus. Oder eher gesagt, in einem Haus. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Den gibt es, glaube ich, nämlich sogar hier auf meinem Kanal. Irgendwo. Bloß leider nicht in der Playlist, weil damals hatte ich nämlich, wo ich angefangen hatte mit Fortnite, keine Playlist so richtig sortiert in dem Zeitraum. Weil einige wissen das vielleicht gar nicht. Weil einige damals da noch gar nicht dabei waren, aber damals in dem Zeitraum, ja, wo ich angefangen hatte mit Fortnite zu spielen und so, da hatte ich auch gleichzeitig so eine kleine inaktive Phase mal mit YouTube. Also da hatte ich mal ein paar Wochen oder ich glaube sogar Monate nichts hochgeladen. Und dann erst kurz vor dem Fortnite Release, also kurz vor dem Fortnite Battle Royale Release, wieder richtig angefangen mit YouTube, weil da davor irgendwie ein Horrorspiel oder sowas rauskam. Das weiß ich noch ganz genau. Ich glaube, das könnte die Evil Within damals gewesen sein. Können, glaube ich nämlich. Jedenfalls damals war ich ja da inaktiv in dem Zeitraum. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Aber jedenfalls, irgendwo gibt es noch auf meinem Kanal. Ich kann das ja vielleicht mal in dem Community-Tab verlinken, das Video. Wenn das interessiert, so wie ich damals noch in Fortnite rumgelaufen bin und so. Und meine ersten Runden hatte. Fragt mich nicht, was ich gerade hier mache. Irgendwie, das muss ich ja sowieso so sagen, aktuell habe ich irgendwie Spaß daran gefunden, Fortnite zu bauen. Wer letztens auch im Livestream mal dabei war, irgendwie hatte ich das ja letztens auch schon mal gemacht. In letzter Zeit habe ich irgendwie Spaß daran gefunden, einfach was zu bauen manchmal. Ein Fortnite-Profi würde jetzt sagen, bist du verrückt, die schönen Baumaterialien. Ich denke mir aber nur, ja, es macht doch Spaß. Und darum geht's auch. Mir. So. Wir werden jetzt auf jeden Fall auch noch hier ein bisschen warten, bis die Zone halt so richtig weitergeht. So, wir warten mal noch ganz kurz. Oh, da schießt mich jemand runter. Da ist ein böser Mensch. Böse Menschen gibt es überall. La 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 la. Und dieser blöde Baum. Ich hasse Bäume, habe ich das schon mal gesagt? Also in Fortnite. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich ja zum Beispiel gerne in den Wald gehe und so.
Aber in Fortnite hasse ich Bäume. Ah! Bau, es feuern zwei Verrückte auf mich. Ich hasse es, wenn verrückte Menschen auf mich schießen. Verrückte Menschen sind keine guten Menschen. Lalalalali, lalalalu. Mit dem kleinen Schuh. Ey, ich krieg gleich eine Macke. Jetzt feuert noch ein Dritter auf mich. Hilfe, was passiert hier? Können wir das gerade mal bitte jemand sagen? Warum bekriegen die sich nicht untereinander gerade? Können wir das bitte jemand sagen? Toll. Und ich muss jetzt hier weiter wegen der Zone. Naja, die aber eigentlich auch. Ich warte jetzt kurz. Das Problem ist, die Zone ist so heftig gerade. Aua. Nee, ich muss weiter. Ich gehe ja sonst drauf. Die müssen auch weiter. Ja. Wow. Ach man, was war das denn jetzt zuletzt? Also den Tod von uns verstehe ich jetzt so gar nicht, muss ich gerade ganz klar sagen. Ah, das war aber jetzt ganz komisch. Drei Leute, einer links, einer rechts, einer vor mir. Alle ballern auf mich, aber irgendwie nicht gegeneinander. Das war sehr eigenartig. Aber nun gut, Leute. Ich würde dann jetzt einfach auch mal sagen, wir machen dann an der Stelle jetzt Schluss hier mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Supporter-Creator-Code bei euch eintragen würdet im Fortnite-Shop oder beim Epic Games Store. Creator-Code seht ihr jetzt gerade hier und auch oben in der Beschreibung. Plus, wer mag, kann auch gerne mir auf Instagram folgen. Mein Instagram-Link ist auch ganz oben mit in der Beschreibung drin. Folgt mir dort gerne. Würde ich mich drüber freuen, müsst ihr aber natürlich nicht. Und ansonsten, checkt auch andere Projekte ab, die jetzt so in nächster Zeit kommen. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da für mehr Fortnite und Video-Content hier auf meinem Kanal und halt auch um mich zu supporten. Und ansonsten schreibt gerne noch einen Kommentar und empfehlt mich weiter an eure Freunde oder Kollegen, indem ihr das Video teilt. Das war's, euch noch einen schönen Tag, haut rein und tschüssi.